Ja, und ich weiß, hier gibt es eine ganze Menge Achievements, aber viele habe ich schon gleich am Anfang, noch nicht mal die erste Runde durch, da hatte ich schon 5, 6 Achievements. Da dachte ich auch nur, ja, super. So leicht zu erreichen, das kann doch nicht sein. Einen habe ich beim Endless gekriegt, als ich bei Welle 400 war oder so, da stand dann, da hatte ich auch ein Achievement gekriegt, wahrscheinlich für dieses Durchhaltevermögen. Weil das war ziemlich langweilig. Ja, aber konzentrieren wir uns lieber jetzt mal auf die Runde hier noch. Weil Welle 14 von 20, ne, da haben wir ja schon ein gutes Stück geschafft, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich könnte hier vorne schon gleich die nächste Welle starten lassen. Ich würde sofort jetzt sofort die nächste kommen. Aber das mache ich lieber nicht, weil wir sind hier nicht gut ausgerüstet. Alter, wie zerstört mein Multi? Ja, Flammenwerfer erstmal wieder hin. Ich jetzt. Ja, ein Multi. Jetzt haben wir einen zweiten. Ist nicht schlecht. Okay, es sieht langsam besser aus. Wenn es reicht, komm, hole ich mir gleich einen dritten Modi noch. 32. Also einer muss noch kommen. Oh. Vielleicht schaffen die. Die haben eine schöne Range. Die haben auch eine schöne Range. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, die Flammenwerfer hätten keine so rote. Ja, toll. Man sollte sich vielleicht über das Spiel besser informieren. Aber die haben einen schönen Flächenschaden. Ja, und da kann ich schon die nächsten einstellen. Jetzt brauche ich aber nur schnell wieder einen Flammenwerfer. Um vorne die Verteidigung weiter zu halten. Und der nächste. Oh, jetzt kommen noch die Feuermagier wieder hier. Die hier. Die kleinen Bastarde. Aber ich glaube, wir könnten das schaffen. Welle 18 von 20. Das sieht gar nicht schlecht aus. Komm, das schaffen wir. Das halten wir jetzt doch durch. Holen wir jetzt noch einen Katapult-Tibi. Naja. Ich nenne die jetzt mal Katapult hier. Ach, ich wollte ja eigentlich nach Namen als Moti. Grill benutze ich ja schon gar nicht mehr. Weil es nicht viel bringt. Oh, der Wetter. Oh, scheiße. Ja, flüchte. Komm. Hier. Lass dich bloß nicht treffen. Mist. Ah. Welle 20 von 20. Ja, da haben wir auch schon den ersten Boss. Oh. Stell ich schon mal klein ein, weiter. Nein! Du sollst aber nicht dahin, du sollst da. Stellen wir noch ein paar Flammenwerfer ein. Ich glaube, dann haben wir es nämlich auch geschafft. Also, es sieht zumindest sehr gut schon aus. Jetzt beschleunige ich mal kurz. Boah, tue ich nicht. Ja, das ist die letzte Welle, ne? Ja, entschuldige, schicke ich noch einen Krill nach vorne. Der kann sich ja krillen lassen vom Krillmagier. Hehe, toller Witz. Überhaupt nicht. Oh. Ja, aber das haben wir geschafft. Ach, da. Die können uns gar nichts mehr. Guck mal, jetzt schicken wir noch zwei nach vorne. Jetzt können wir da in Massen noch hinterher schicken. Auch wenn nur die Schwachen. Das schaffen die nicht mehr. Sind durch. Wir haben es geschafft. Halleluja. Es kommen noch drei Bosse, klar. Die vorne, die drei werden definitiv nochmal platt gemacht. Oder auch nicht. Mal sehen. Und. Ende. Da freuen sich die kleinen Männchen. Wir haben es geschafft. Und 8300, okay. Und das nächste Level. Ich glaube, das nächste habe ich schon nämlich nicht mehr gespielt. Ja, da habe ich keine Ahnung, was uns da war. Achso, wir haben tatsächlich Platinum schon. Also das Beste eigentlich. Okay. The Wall. Das habe ich noch nicht gespielt. Machen wir mal die nächsten. Weiß gegen Schwarz. Na, das hört sich leider zweideutig an. Und zwar nicht im Positiven, sage ich mal. Okay. Ja, wir haben eine Welle. Und ich schicke sie am besten gleich da oben rauf. Drei Stück. Ja. Map von oben ansehen. Hier haben wir eine Mauer. Die können wir alle hoch platzieren. Doch. Stelle ich mir jetzt gar nicht mal so schwer vor. Aber andererseits können die natürlich jetzt gleich auf die Mauer schießen.
Und damit hätten wir schon die ersten Probleme wieder. Jei. Versuche erstmal die ganze Mauer voll zu kriegen von den Krills. Denn. Ja, haben wir schon mal eine gute Abwehr. Aber ich glaube, das wird gar nicht hinhauen. Ah, aber schön, die treffen wenigstens häufig daneben, die Granatentypis. Mal sehen. Also, sieht ja gerade gar nicht so schlecht aus. Wir haben ja jetzt schon eine gute Verteidigung. Stell ich den noch nach oben? Kann ich den nächsten ja hier vorne hinstellen. Genau. Stell ich den nächsten einfach mal hier vorne hin. Flammenwerfer. Da haben wir vorne auch schon eine gute Kette. Gar nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich glaube, die Karte ist relativ einfach. Also, ich kann mich nicht beklagen. Läuft hier mehr als gut. Mich eingedrungen. Oh, sie sollten mal Zielwasser schlucken hier. Das kann ja nicht sein. Nicht eingetroffen. Ja, endlich hier. Toll. Ja. Ich glaube, die Flammenwerfer wirken mir nur bei großen Viechern. Weil habt ihr ja eben gesehen, einen haben sie ja nicht, oder zwei, eher gesagt, haben sie ja überhaupt nicht getroffen. Okay, nächste Welle. Seht ihr, den treffen sie überhaupt nicht. Und den haben sie auch nicht getroffen. Was ist denn das? So, schicke ich die nächsten gleich nach vorne. Ah, das Ding haben wir jetzt schon sicher. Es kann mir keiner sagen, dass die jetzt gleich schaffen, das durch. Okay, wir wissen natürlich nicht, was kommt. Kann natürlich eine ganz andere Welle kommen, womit wir gar nicht rechnen. Aber ich glaube nicht dran. Komm, machen wir einen Freezer hier vorne, bevor die uns hier alles auseinandernehmen. Der hat wenigstens 80 Leben, also schön viel. Und vereist sie. Macht er ihnen ja auch Schaden? Müsste er eigentlich, ne? Oh, das sieht jetzt doch... Okay, ich nehme alles wieder zurück. Die können uns den Sieg doch locker noch nehmen. Das ist ja gerade gar nicht gut. Nein! Oh. Komm, Moti, ganz schnell da hoch. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Zweiter Moti. Ja, komm, Glätter hoch, Mann. Alter. Mal hoffen, dass die wirken. Aber auch diese kleinen Cubes, die hier jetzt auf dem... Also, ja, Würfel, die ja auf dem Dings bleiben... Die machen ja auch nochmal Schaden, wenn sie rüberlaufen. Das heißt, solange sie bleiben. Das finde ich gut an den Motis. Aber haben so viel weiß auch die Raketenwerfer. Und die Raketenwerfer haben noch mal einiges mehr Zielwasser. Und mehr Leben. Mal sehen. Los, feiert. Ja, ich starte das da oben jetzt alles mit Motis aus, dann müsste es eigentlich relativ sicher sein, dass wir gewonnen haben. Hoffe ich zumindest. Wir sind Welle 14 von 20. So, da kommen die nächsten. Oh, wow. Ja, gut. Den ersten schicke ich runter. Stattdessen schicke ich noch Moti hoch. Ich glaube, die nächsten zwei kann ich auch schon runterschicken. So, 35 brauche ich. Habe ich? Gut, weiterer Moti.
Vielleicht können wir den letzten Jahr Raketen werfen. Dann kann ich euch schon mal einen Raketenwerfer zeigen. Müsste von hier besonders genial aussehen. Da müssten wir